Der Freund des Paten. Wie das Leben des im Sommer verstorbenen ehemaligen FIFA-Präsidenten Joao Avelanche mit der organisierten Kriminalität verknüpft war. Rio de Janeiro im August. Beerdigung von Joao Avelanche. 24 Jahre war er Präsident der FIFA. Als erster Nicht-Europäer. Avelanche wurde 100 Jahre alt, war IOC-Mitglied für 48 Jahre. Es ist das letzte Geleit für den ehemaligen Chef einer Organisation, die heute oft mehr mit organisierter Kriminalität als mit Fußball verbunden wird. Avelanche führte den Verband in die Ära der Kommerzialisierung und der Korruption. Avelanche hat gesehen, dass die FIFA von wenigen geeigneten Personen geführt wurde. Man brauchte einen starken Mann. Und das war er. Und so hat er die FIFA einfach übernommen. Hier kennt ihn jeder. Rio de Janeiro, Avelanches letzter Ruhe, ist auch sein Geburtsort. 1916 als Sohn eines belgischen Waffenhändlers geboren, macht er sich sportlich schnell einen Namen. Nimmt an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teil. Als Schwimmer. 52 ist er ebenfalls am Start, als Wasserballer. Danach Funktionärskarriere. Schnell wird er Chef des brasilianischen Sportdachverbandes. Bilder eines bewegten Lebens in Rios Elite. Keines aber so aussagekräftig wie dieses, das einen ganz anderen Skandal erzählt als die ohnehin bekannten von Korruption und Vorteilnahme. Avelanche hatte Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Rio, der wichtigsten Stadt Brasiliens, der ehemaligen Hauptstadt. Jahrelang hat er viele Dinge für diesen fürchterlichen Verbrecher Castor Andrade getan. Castor Andrade, jahrzehntelang der Kopf einer millionenschweren kriminellen Organisation, die das illegale Glücksspiel in Rios Straßen betrieb. Gedeckt dabei von korrupten Politikern, Polizisten und Richtern. Andrade, laut Ermittlern verantwortlich für zahlreiche Morde. Hier lagern die Akten zu ihm. Denise Fossard war eine derjenigen, die sich weder einschüchtern noch kaufen ließen. Die ehemalige Richterin führte 1993 einen Prozess gegen Andrade, der mit einer Verurteilung endete. Der Pate, lange Jahre unantastbar, musste ins Gefängnis. Die ersten Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität in Brasilien sind 23 Jahre her. Damals verurteilten wir die Kriminellen, die sogar den Karneval und Fußball ihr eigen nannten. Es war eine kriminelle Organisation und der Kopf war Castor Andrade. Wir ermittelten gegen ihn, doch die Gesetzgebung war schwach. Also konnten wir nicht sagen, dass er Geldwäsche betrieb. Aber in Wirklichkeit tat er es. Ich konnte damals nicht sagen, dass sie Mafiosi waren. Aber sie waren es. Ich konnte sie nur wegen Bandenkriminalität verurteilen, mehr nicht. Ich fühlte mich wie der Richter von Al Capone, der ihn nur wegen Steuervergehens verurteilen konnte. Denise Fossard bekam Morddrohungen. Aus dem Umfeld Andrades, sagt sie. Ein Attentäter wurde kurz vor der Tat festgenommen. Andrade aber kommt noch im Jahr seiner Verhaftung frei. Der Kriminelle, der stets die Öffentlichkeit suchte, den Karneval mit viel Geld unterstützte und beste Beziehungen zu Rios Elite pflegte. Auch zu Joao Avelanche. 1986, Hochzeit von Andrades Tochter. Hier ist es wieder das Bild, das Avelanche schwer belastet. Denn er sitzt am Tisch des Brautvaters und obersten Mafiosi Rios. Zu der Zeit ist Avelanche FIFA-Präsident. Es ist ein Bild von der Hochzeit von Andrades Tochter, die in einer Kirche gefeiert wurde. Und am Haupttisch, wo der Vater der Braut sitzt, ist der wichtigste Gast Joao Avelanche. Was sagt das aus? Was deckt es auf? Vor allem zeigt es eine enge Verbindung zwischen beiden. Zwischen einem, der der Kopf von verschiedenen kriminellen Geschäften ist, und einem, der der Kopf des internationalen Fußballverbandes FIFA ist. Bei Andrades Entlassung aus dem Gefängnis hilft FIFA-Präsident Avelanche Schmidt. Er hatte einen Brief verfasst, als die Ermittlungen gegen seinen guten Freund begannen.
Den führt Andrade zu seiner Entlastung an, als Charakterzeugnis. Andere lesen darin eine kaum versteckte Drohung. Havelanches Brief war gerichtet an wen auch immer es betrifft. In ihm bescheinigt er, dass Andrade ein Familienmensch sei, verheiratet und Kinder habe. Ein guter Mann. Von den gefährlichsten Menschen, die grausam töteten, war ich gewöhnt, so etwas zu hören. Immer gab es jemanden, der darauf verwies, was für gute Familienmenschen sie seien. Das ist das, was Havelange tat. Und sie waren Freunde. Natürlich wirkte damals dieses Zeugnis, diese enge Verbindung während des Prozesses auf mich wie eine Einschüchterung. So wie, schau, diese mächtigen Leute und du bist nur eine Richterin. Aber es gibt Leute über dir, die dich zerstören werden. Bangu, ein Vorort von Rio, Sitz des FC Bangu. Der wichtigste Geldgeber des Clubs? Damals Castor Andrade. In Bangu ist sein Hauptsitz, von hier laufen die Geschäfte. Nach seiner Freilassung macht Andrade hier weiter wie bisher. Staatsanwalt Piscaya, der Andrade schon einmal hinter Gitter brachte, aber lässt nicht locker, lässt eines seiner Häuser stürmen und stellt Bücher sicher. Ein Coup. Denn in den Büchern, die über seine Unterstützer und Geschäftspartner bis in die höchsten politischen Ämter Auskunft geben, findet sich auch der Name João Havelange. Zu einem Zeitpunkt, als der schon 20 Jahre FIFA-Präsident war. Eine Person, die eine prominente Position innehat, muss seriös sein. Richtig? Seriosität. Und bei der FIFA, einer Organisation von dieser Substanz, mit diesen Mitteln und diesen Milliardenverträgen, diese Organisation kann nicht von jemandem geführt werden, der nachweislich mit einem der größten Kriminellen Brasiliens verbunden ist. Ich meine, Havelange hatte nicht die notwendige Reputation, die FIFA zu führen, für 2 Dekaden. Das ist absurd, unglaublich. Es gibt keinen Zweifel, dass Havelange vollkommen mit Andrade verbunden war. Er hat ihn im Gefängnis besucht. Er stand auf der Korruptionsliste, die die Polizei beschlagnahmte. In diesen Büchern stand sein Name. Eine Hand wusch die andere. Man erhielt und zahlte für Vergünstigungen. So läuft das im Innersten der organisierten Kriminalität. Havelange und seine Verbindungen zur organisierten Kriminalität. 24 Jahre lang hat er die FIFA geprägt. Sein Name findet sich auch auf der bedeutendsten Korruptionsliste des Weltsports. Er protegierte Sepp Blatter. Und viele, die unter Havelange aufstiegen, werden nun von den Strafverfolgern weltweit gejagt. Havelange's Legacy is massive. Havelanges Erbe ist riesig. Er hat die Situation, in der sich die FIFA nun befindet, begründet. Das, was das FBI bereits herausgefunden hat, besonders in Latein- und Zentralamerika. Mit ihm kamen die Machthungrigen, die eine Menge Geld scheffelten. Geld, das eigentlich für den Fußball hätte sein sollen. In diesem Jahr starb João Havelange im Alter von 100 Jahren. Seine FIFA lebt weiter. Wie lange noch?